Oh Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Unser Flamenco-Aushängeschild Dresdens, Sabine Jordan. Herzlich willkommen. Aber wie es so ist, sie tanzt mit Abstand Volare von den Gypsy Kings. Und wie das halt so ist, wie die Bestuhlungen vorgesehen sind und nur erlaubt sind, ein Stuhl wird besetzt, drei Stühle sind frei. Das heißt, zwei Takte werden gespielt, sechs Takte sind stumm. Wie das künstlerisch gehen könnte, Sabine Jordan. Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y me hizo volar en el cielo infinito.
freuen uns, dass die Kollegen hier arbeiten dürfen und fleißig Steuern zahlen, damit wir das überleben. Aber genau das ist das, was wir Künstler, was wir Veranstalter auch wollen. Wir wollen wieder Steuern zahlen. Wir wollen wieder so auftreten, dass es möglich ist, Steuern zu zahlen zum Wohle aller. Und was dort alles Unsinniges passiert, oder wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, ob es jetzt sinnvoll ist, die Abstandsmaßnahmen zu machen oder nicht. Das ist eine andere Diskussion. Wir stehen hier zusammen, weil wir alle gemeinsam vor dem Exodus stehen. Aber wie unsinnig die Regeln zwischen einzelnen Gewerken, wie unfair die sind, das kann keiner besser sagen als Alexander Blücher. Er ist Musiker, Schauspieler, unter anderem an der Herkuleskeule. Herzlich willkommen, Alexander. Gut, erstmal die Sachen ordnen hier. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Kultur, liebe Kollegen in der Kultur. Mein Name ist, wurde schon gesagt, Alexander Blücher, Solo-Selbstständiger, Schauspieler, Musiker unter anderem an der Keule. Aber auch trete ich zudem noch seit 2010 mit einer Pianistin unter dem Namen Du Zahltag auf. Und zwar mit Liedern des großen Georg Kreisler. Dieses Frühjahr, meine Damen und Herren, ja, da sollte unser 10-jähriges Jubiläum stattfinden. Auch das fiel, können Sie sich denken, Corona zum Opfer. Nun kommt der Sommer, die Lockerungen sind da und es gibt wieder Theater und Konzerte. Unter freiem Himmel. Denn im Theater selbst darf kaum jemand sitzen. Das wurde schon angesprochen. Ich werde momentan dann viel gefragt. Moment, ihr dürft doch wieder spielen. Ja, wir dürfen. Aber aufgrund der Abstands- und Verteilungsregeln im Theater oder Konzertsaal werden wir ausgebremst. Und können nicht. Warum? Die Zahlen, die dahinter stehen und durch die viele privatwirtschaftliche Kulturbetriebe um ihre nackte Existenz bangen müssen, heißen 1,50 Meter und 10 Quadratmeter. Der Zuschauer muss 1,50 Meter Mindestabstand zum Nachbarn halten. Es darf aber nur ein Zuschauer im Theatersaal auf 10 Quadratmeter sitzen. Das bedeutet de facto 3,16 Meter Abstand vom Zuschauer in alle Richtungen. In einem Saal, ich habe hier meine sehr geschätzten Assistenten gebracht, in einem Theatersaal, ja, mit 460 Quadratmetern, einen kleinen Dank an kulturerhalten.org für diese Zeichnung und an meine geschätzte Freundin, die gemalt hat. In einem Saal mit 460 Quadratmetern dürfen also gerade mal 46 Zuschauer. Je nach Beschaffenheit des Saales also ca. 15-20% der möglichen Auslastung. Das reicht nicht mal aus, um den Techniker samt eingeschalteten Strom zu bezahlen. Mehr als 80% aller Sitze müssen geblockt werden. Für die meisten Häuser sind aber durchschnittlich 2/3 Auslastung wirtschaftlich notwendig. In anderen Bereichen wird gejammert, wenn nur 1/3 aller Sitze geblockt werden soll. Zitat Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa: Keine Airline der Welt kann 1/3 ihrer Sitze blocken. Dann ist kein Flug mehr profitabel. Keine Sorge, lieber Herr Spohr, denn in Ihrem schönen neuen Airbus A320neo, der übrigens mit knapp 28 Metern Passagierraum genauso lang ist wie unser Theatersaal hier, darf jeder Platz besetzt werden. Die Passagiere dürfen sich jeweils auf 0,52 Quadratmeter tummeln. Das, meine Damen und Herren, ist ganz zufällig der Konstruktionsradius der Flugzeugsitze. Da können Sie dann wenigstens schon mal für die Massenparty am Ballermann 6 auf Mallorca üben. Das alles hat meines Erachtens weder mit Gerechtigkeit noch mit einheitlichen, der Gesundheit dienlichen Hygienevorschriften zu tun. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Das eine scheint dem Staat nichts wert zu sein, das andere dafür 9 Milliarden. Ich sage Ihnen, am liebsten würde ich als Kabarettist oder Sänger in eines dieser mit 186 Menschen vollbesetzten Flugzeuge steigen und kurz vor dem Start aufstehen und etwas zum Besten geben. Und sofort müssten 176 Passagiere unverzüglich wieder aussteigen, um die 10-Quadratmeter-Regel bei Kulturveranstaltungen einzuhalten. Naja, da hätte ich endlich mal Mallorca für mich alleine. Um Ihnen das nochmal vor Augen zu halten, meine Damen und Herren. 0,5
2 Quadratmeter im Vergleich zu 10 Quadratmeter. Das ist das 20-fache. Hier regierungsgeförderter Lobbyismus, ungebremst, da politisch unrelevante Kulturwirtschaft, ausgebremst. Wie sehe das musikalisch aus? Wir haben eben schon einen wunderbaren Beitrag von Sabine Jordan gesehen. Sie hat das Medium des Tanzes benutzt, um auf das Problem des Abstands aufmerksam zu machen. Ich möchte das jetzt in die Musik transferieren. Nehmen wir doch mal zum Beispiel 29 Komponisten, die der geschätzte Georg Kreisler, deswegen habe ich den erwähnt, am Ende der kürzesten Oper der Welt besingt, in seinem Opernboom. Musikalisch ausgebremst und mit viel zu großem Abstand sitzen die Herren Komponisten dann etwa so im Saal. Na, ist das denn schöner als Liszt und Puccini, Chopin, Schostakowitsch, Ravel, Paganini, Gounod, Debussy oder Leon Cavallo und Smetana, Schubert, Supin und De Falla, Menotti, Rossini, Rachmaninoff, Händel, Vivaldi und Weber, Scarlatti und Mendelssohn, Luttoni, Zetti und Klinka und Delius, Bruckner, Respighi, Tschaikowski, Sibelius. Da brauchen Sie eigentlich nicht klatschen, so schön ist das nicht. Das ist ausgebremste Kunst und Kultur, ausgebremste, auf Abstand gezwungene Musik. Wenn man sich das Original aber anhört, dann hört sich das weitaus schöner an. Na, ist das nicht besser als Listen, Puccini, Schuppasch, Stokowitsch, Ravel, Paganini, Gunote, Bissier, Leon, Cavallo und Smetana, Schubert, Sopien, Devala, Minotti, Rossini, Rachmaninoff, Händel, Vivaldi und Weber, Scarlatti und Mendelssohn, Gluckner, Zetter und Flink und Deus, Bruckner, Spieke, Tschaikowski, Sibelius. Das ist Musik. Das ist Kunst. Und manchmal braucht es eben auch in der Kunst, in der Musik, einen verringernden Abstand. Manchmal braucht es in der Musik Tempo, damit ihre Kunst zur Geltung kommt. Das hat dann auch etwas damit zu tun, dass alles dichter zusammenrückt. Das geht auch mit vernünftigen Hygienekonzepten. Aber so wie der Ist-Zustand ist, muss ich mich den Kollegen anschließen und meinem geschätzten Kollegen David Erler und den Kollegen in Frankfurt, die am Montag unter dem Motto demonstriert haben, mit Abstand geht's nicht. Danke.